Einmal im Jahr ist auf dem Vereinsgelände des Fallschirmsportclubs Neustadt an der Weinstraße der Teufel los. Während eines ganzen Wochenendes findet der sogenannte Pink Boogie statt. Alles, was unter der Zeit gemütlich vor sich hindümpelt, wird in dieser Zeit vollkommen außer Kraft gesetzt. Die mächtigen Skyvans beherrschen das komplette Schaubild des Platzes. Eine und bei Großformationen sogar zwei davon zeichnen für ein gewaltiges Schauspiel am Himmel verantwortlich, bei dem bis zu 46 Fallschirmspringer gleichzeitig in die Lüfte gehoben werden können. Die dabei entstehenden Freifallformationen sind immer wieder legendär und bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Höhensprünge aus atemberaubenden 6000 Metern sind dabei keine Seltenheit. Auch Tandemsprünge werden an diesem Wochenende angeboten. Egal ob als Geschenk zum Junggesellenabschied oder als Erfüllung eines Herzenwunsches. Auch ältere Sprungbegeisterte können sich problemlos dem Spiel der Lüfte aussetzen. Denn durch die Laderampe am Heck des Skyvans kann man ganz bequem aufrecht hinausspazieren. Im Laufe der Jahre konnte sich der Fallschirmsportclub Neustadt einen Namen als Veranstalter von großen Fallschirmspringertreffen machen und brachte auch einige Deutsche und Vize-Weltmeister hervor. Er ist eines der ältesten Mitglieder im Dachverband der Fallschirmsportler, dem Deutschen Fallschirmsportverband e.V. und haben bis heute viele hundert Fallschirmspringer, in Englisch Skydiver, ausgebildet. Der Verein verfügt über ein eigenes Absetzflugzeug, eine Cessna TU-210G. Zu bestimmten Terminen, wie zum Beispiel der Sprungwoche, werden noch zusätzliche Absetzflugzeuge, zum Beispiel Pilatus Porter oder Cessna Caravan, geschartet. An diesen Tagen ist es möglich, als Zuschauer einen ersten Eindruck vom Fallschirmspringen zu bekommen. Das Abspringen, der Freifall, die Schirmfahrt und natürlich auch die Landung lassen sich vom Boden aus beobachten. Auch beim anschließenden Packen der Schirme können Gäste vom Rand der Packmatte aus das Geschehen mitverfolgen. Die Pink Skyvan ist ein großes Absetzflugzeug, das bis zu 20 Fallschirmspringer fasst. Und warum dieses Riesenflugzeug eigentlich pink ist, das weiß keiner mehr so genau. Aus dem alten Grundmuster der rosa Farbe ist im Laufe der Zeit ein verwaschenes Pink geworden. Zusätzlich verziert mit Tropfen, Wölkchen, Schlieren und einem Mund.